Vielleicht gibt es ja irgendwann ja hier mal ein Park oder so, dass irgendwie eine recht niedrige Hecke irgendwie ist. Und dass wir da einfach mit dem Pferdchen irgendwie rüberspringen können dann. Das wäre natürlich echt genial. So, ich finde, springen haben wir aber heute ausprobiert. Ah, unser Pferdchen ist schon wieder kaputt und müde. Da versorgen wir jetzt am besten mal die Wunde, die ich ja unser Pferdchen leider zugefügt habe. Jetzt kannst du dich ein bisschen ausruhen. Oh, es tut mir so leid, Susi. Es tut mir wirklich sehr doll leid. So, ich brauche erstmal hier. So, Desinfektionsspray und Verband. Wie gut, dass ich im Moment ja. Oh, Verband habe ich gar nicht so viel. Ich dachte, davon hätten wir auch schon so dermaßen viel. Keine Sorge, das tut gut. Guck bitte nicht so traurig. Ja, aber ey. So, dann wollte ich einmal ganz kurz deine Abschwitzdecke. Zack. So, fein. So, dann gucke ich doch mal da deinen Status. 5,8, 578. Ja, irgendwann habe ich sie auf 600. Oh, Schweifenmine sind aber ganz schön niedrig. Ausdauer 94, das ist ja echt cool. Geschwindigkeit 86. Ah, schön. So. Achso, jetzt kann ich dich gar nicht wirklich putzen. Ja, ne? Dann mach ich erstmal deinen Schweif. Und ich war auch noch nicht mal weg. Ja, doch, eigentlich schon. Ach, geht schon. Geht schon, Susi, geht schon. Na, ansonsten packe ich einfach erstmal gleich deine Abschlussdeck auch einmal kurz weg. Wie lieb ich dich hab. Mal, wie soll ich dich sonst putzen, hä? Geht ja denn gar nicht. So, dann kommt deine Mähne. Oh, morgen ist dein Schweif auch lockig. Hihihi, schön. Außerdem sehe ich so wenigstens erstmal deine Wunde, wenigstens nicht, die ich dir wieder einmal zugefügt habe. Wie schon so oft. Aber ich habe ja wirklich sie andauernd ganz schön immer irgendwie, weiß ich nicht. Du bist wundervoll! So, dann einmal deine Hufen. Damit wir die einmal kurz ausgekratzt bekommen. Mal sehen, weil wir auch das nächste Turnierchen haben, so ungefähr. Ich denke mal, das dauert, glaube ich, jetzt hier erstmal ein bisschen. So, gib mal bitte den anderen. Sonnenschein. Ja, dein Sonnenschein kann auch deins bleiben. So.
So, dann gib mal den hinteren. So, dann den anderen. Oh, das Pferd hat ja schon gleich wieder seine ganze Energie aufgebaut. Gott. Na ja. Meine Güte. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Vielleicht müssen wir das beim Schönheitswettbewerb irgendwann auch so machen. Dass wir es entweder einmal schnell longieren so ein bisschen, sodass die Power schon mal runter ist sozusagen. Oder halt eben reiten. Also das können wir dann ja echt mal sozusagen ja echt gucken. Was am sinnvollsten und am schnellsten sozusagen ja ist. So. Geh mal kurz einmal deine Abschwitzdecke. Damit ich einmal kurz bürsten kann. Gutes Pferd. Ich frage mich wirklich, wann kommen endlich mal die Bandagen ab? Ey. Ich möchte irgendwie echt mal, dass sie irgendwann ab sind. Ich möchte das irgendwie wirklich. Ich kann das irgendwie bald schon nicht mehr irgendwie sehen. Was haben wir denn jetzt hier schon? 96. Mähne und Schweif. Gut, dann mache ich halt über Mähne und Schweif nochmal das mit dem Spree. Ich wollte das Spree bitten. Habe ich mich wahrscheinlich wieder einmal zu schnell weggetrieben. Wie mir das irgendwie öfters passiert, irgendwie will ich immer alles auf irgendwie schnell machen und dann vergesse ich so ungefähr mal wieder alles. So, die brauchst du jetzt nicht. Halfter, dann kannst du nämlich nach draußen. So, tschüss Susi. Mach's gut. So, und ich kann jetzt hier mal wieder ausmisten. Danach füttern wir sie wieder einmal. Wir können ja auch diesmal einfach mal, wo ich meine, wir haben ja so einen großen Verbrauch hier dann eigentlich, ne? Das brauchen wir eigentlich mal nicht. Sei nicht, ich kaufe einfach mal irgendwann von irgendwas, wer weiß wie viel ein dann sozusagen und dann machen wir es einfach mal. Ich meine, wir haben ja wer weiß wie viel Geld sozusagen, ne? So, und ich streue immer ein bisschen mehr ein. Normalerweise ist zwar jetzt eigentlich das Zeichen weg, wo man eigentlich sagen könnte, so, hier, ne, ich höre jetzt einfach mal auf. Von wegen. Dieses Spiel ist sozusagen echt gewitzt, sozusagen, ne, also hört man nämlich auf und man putzt das Pferdchen sozusagen nämlich morgen wieder. Dann kann das wirklich sozusagen sein, dass, wenn man das putzt, dass es sofort auf einmal dreckig ist, die Box.
weil ja nicht genug Streu drin ist. Und da ist sogar unser guter Leckstein. So, wie gesagt, dann machen wir jetzt einmal das Futter. Nehme ich jetzt Heu oder Weidegras? Womit habe ich denn jetzt aufgehört? Ach, wir nehmen einfach wieder Heu. Nehmen wir davon mal 4 Stück. Nee, 4 Stück wollte ich. Nicht irgendwie was wegpacken. So, dann nehmen wir mal Äpfel und Karotte und rote Beete. Mais habe ich jetzt schon so oft genommen. Achso, ich habe ja gar nichts mehr frei. Gut, dann nehme ich hier nochmal einen zweiten Apfel und eine zweite Karotte und noch eine zweite rote Beete. So, dann gehen wir doch da mal hin. So, zack, zack, zack. Alles da rein. So, und dann nehme ich jetzt hier Hafer ein bisschen mehr. Oder aber auch nicht. Dann halt noch eine Weizenkleie. So, passt schon. So. Ach Quatsch, ich habe noch gar nicht trinken. Ach so, vielleicht könnte ich aber wenigstens. Von der Gerste. So. So, 5-mal Wasser. Sollte reichen. So, das kommt dann noch da in den Krug. So. Achso, eigentlich hat er eigentlich jetzt schon wieder bestimmt da selbst reingeschrieben, ne? Mein Pferd ist wieder gesund. Jo. Hatte nur wieder eine Wunde. Genau. Hatte nur eine kleine Wunde, weil wir nicht über das Hindernis gekommen sind. Punkt. So, finde ich gut. Speichern. So. Und dann beenden wir doch einfach jetzt mal den Tag hier. So. So, Alter 5,8 Jahre, Gewicht 578 Kilogramm, Betreuung hat es 5, Springen hat es 4, Ausdauer hat es 4, Geschwindigkeit hat es 4, Vertrauensermittlung hat es auch 4, besondere Core kommt es keine, Belohnung 230 Credits. Schön. Das ist doch schön. Und irgendwie hat sich das angehört, als hätten wir doch ein Turnier heute schon wieder. Das sag ich schon wieder, aber ich finde das toll. Und welches Sonnenblumenqualifikation? Wahrscheinlich irgendwas mit Springen, oder? Irgendwie hört sich das an. So, Pferdchen mal reinholen. Ja, dann brauche ich jetzt eigentlich noch Fellkranz, Mähnenspray, Schweiflotion. Guter Hufkratzer. Na, wie geht's denn unser Pferdchen heute? Hm? Oh, dafür. Wenn wir den Schweif machen, haben wir die Mähne dann nicht mehr Oh, das ist ja kacke. Oder geht das irgendwann raus? Geht das irgendwann raus oder ist es wirklich so, weil wir jetzt einfach den Schweif machen lassen haben? Weil sonst ist es so viel plüm plüm sozusagen, oder was? Das verstehe ich ja jetzt wirklich nicht. Ich meine, okay, das sieht natürlich jetzt auch nicht wieder so schlecht aus, ne? Wo man jetzt wieder